Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. And now the lights go on and the Russian Grand Prix is starting now. Schöner Start von Ada. Und da ja, verkackt sie es wieder. Standardmäßige englische Ansage. Okay. Ich dachte, da kommt gerade unten roter Text. Das ist bestimmt was Schlimmes. Ah, okay. Ja, sie hat eine Position verloren. Das ist schlimm. Ist das knapp, ey. Wenn sich die gleich wieder irgendwas schrottet. Dann gibt's Dresche. Hier, Teil da raushauen. Und da kann Giro. Letztes Rennen der Saison. Was wird noch passieren? Wir haben noch Meisterschaftschancen, geringe Meisterschaftschancen. Mit der Frau, die da auf dem letzten Platz herumtingelt. Aber die hat auch die härtesten Reifen. Ey, da kommt. Oh Gott. Krieg die Motten. Sorry, ich habe 3 Fuß gerammt. Krieg die Motten. Du blöde Schlampe! Hör mir dein Bock zu. You are a bitch! A bitch and not a bitch! Fünftes Mal, ey. Da würde ich so gerne mal mit dir reden und würde die mal so richtig durchnehmen. Und weißt noch ganz bescheuert die Tussi noch hinter der Boxeneinfahrt. Natürlich, wenn, dann muss man auch schön nach der Boxeneinfahrt kacheln. Die Schnepfe, echt, ich glaube, die braucht wirklich mal einen richtig harten. Aber erstmal aufs Hirn und dann woanders rein, das ist ja unfassbar. Das ist unglaublich, ich krieg die Motten. Wie viel der Fehler des Jahres? Bestimmt schon der 6. von 10 Rennen, oder? Das kann ja wohl nicht... Alter. Also 5-mal mindestens. Ja, das ist schon der 6. Fehler, aber das ist ja... Und dann nach der Boxeneinfahrt, du blöde Kuh, kannst du nicht wenigstens vor der Boxeneinfahrt crashen. Dann könnten wir dich jetzt noch reinholen. Nein, jetzt muss ich noch eine ganze Runde mit was war es, Frontflügel kaputt rumfahren. Mein Gott, dieser Dümmer wie der Philippe Massa. Alter, ja genau, jetzt noch die Alexia aufhalten. Komm, jetzt vorbeilassen hier. Ich würde jetzt hier noch eine Stallorder ausgeben. Stallorder vorbeilassen. Okay. Passt. Alter. Dann gibt's bald Dresche. Und wir sehen am Kommandostand, dass der Renault das Headset und die Fischstäbchen auf den Boden geschmissen hat. Also der stinkesauer und hat den Kommandostand gerade verlassen und ist dann noch über die Fischstäbchen drüber gelaufen. Schade um das Essen eigentlich. Aber der war stinkesauer, muss man auch mal verstehen. Sollen wir sie auf Medium schicken? Die Reifen sind nämlich mega abgefratzt. 62%? Ja, komm. Und das nach einer Runde? Die hat ja nichts mehr zu verlieren. Die Äther. Da bist du ja noch auf dem vollen Modus, weißt du? Ja, trotzdem. Nach einer Runde? Das sind Pirelli-Angaben. 9 bis 11 Runden. Ja, das sind Pirelli-Angaben. Was erwartest du? Die stimmen doch nie. Selbe Scheiße. Übrigens hat gerade die Nachbarn geklopft, also ich werde ein bisschen leiser sein. Ich werde ein bisschen untersteuern. Achso, merkst du das? Klopfen die dann da von unten oder wie? Ja, scheinbar. Oder schreie die da aus dem Fenster, Hals, Maul! Ah, nicht ganz so schlimm, oder? Nee. Aber bevor es Ding Dong gibt, bin ich ein bisschen leiser. Ärgerlich, gerade im Saisonfinale. Ja, Idioten! Wenn die anklopfen, sage ich ihnen dann einfach, es geht um die WM. Super, in dem Moment verbremst sich Pernet volle Kanne. Na super. Das läuft ja wieder gut. Russland, so ein Scheiß. Ist nur am Anfang gut. Da haben wir gewonnen. Jetzt, wo es drauf ankommt, sind wir noch nicht auf der Höhe. Tyler wäre jetzt eh Meister, die ist schon deutlich vorne. K
Können es nicht doppelte Punkte sein im Italien Grand Prix? Das wäre irgendwie geiler. Aber nein, Russland. Scheiße. Ich wäre sowieso für die Abschaffung der doppelten Punkte. Da soll es eine Abstimmung geben im nächsten Jahr, wäre ich dafür. Hm. Ja. Stimmt. Oh. Achso, war nur Evans. Ich dachte gerade, hätte ein Dings stehen lassen, ein Tyler. Die sehen von den Teamfarben nämlich so gleich aus. Schade, dass Firebird nicht mehr die Farbe einfach geschmissen hat. Das war ein geiles Design Mitte der Saison. Hm. Was ist mit Wilders los? 0%. Der hat oh, die Bernie müsste eigentlich. Ich laber da über die Reifen und die Bernie wird auch noch auf der Felge. Boah, das sind echt Herstellerangaben. Schau das an, fünfte Runde und die ist voll unten. Geht sich wohl nimmer für eine weitere Runde aus, oder? Eher nicht. Aber da hat der Verbremser auch das Übrige getan. Die hat eh noch so viel, bis sie wieder ans Start und Ziel kommt. Oje, oje. Die werden wir alle öfter sehen. Oder holen wir es rein, würde ich sagen. 21%. Ja. Mittel? Ja, wir haben ja schon fast alle Reifen verfratzt. Das ist so krass, ey. Krass sein hier. Das Boxenlimit wird ja erhöht. Also theoretisch reichen 12 sogar auch, weil wir eh nochmal reinkommen müssen. Im nächsten Jahr wird das Boxenlimit erhöht auf 100 km/h. Das könnte uns ja auch helfen. Stimmt, ja. Dass wir schneller mal in die Box. Da haben wir zwar, glaube ich, enthalten, gell, bei der Abstimmung, aber da waren die meisten dafür. Und kommt uns dann wieder so eine Abstimmung, wo wir uns enthalten, wie mit den Tanks. Und dann kommt es uns doch entgegen am Ende der Saison. Ist doch gut, wir sparen Stimmen und es kommt uns entgegen. Wir sind halt eben doch schon die Künstler hier in Sache. Wir sparen uns einiges und haben doch Vorteile. Die Schwaben. Die Schwaben, genau. Ich bin gespannt auf das Rennen. Die sind alle auf Medium, außer Kanchiro. Ja, Kanchiro müssen wir noch aufpassen. Die darf nicht zu weit vor, sonst können sie doch noch der zweite wegnehmen. Die fahren alle bis an die Felge. Bin ich mal gespannt, ob sich das lohnt. Am Ende gewinnen wir noch. Wir sehen, weil alle kaputt gehen und macht Pernet wie im ersten Rennen so einen Move 100 Meter vom Ziel. Dann sind wir Meister und dann steigen wir wahrscheinlich noch auf. Ich würde lachen. Stimmt, das war in Russland unser Sieg. Das war der erste von zwei Pernet-Siegen. Letztes Jahr hatten wir 3 Siege, heuer nur unter Anführungszeichen 2. Davor waren wir halt sehr oft auf dem Podest. Kann eben, dafür war sie letztes Jahr nicht so oft auf dem Podest. Mhm. Und wir hatten den Tank, der zweite Fahrer hat ja da gewonnen. Das hat die Edda noch nicht zusammengebracht. Oh, ja. Die also, Edda hat was anderes zusammengebracht, die nimmt's gern hart von hinten und kachelt jeden rein. Da sind die Vertragsverhandlungen noch nicht durch bei der Edda. Ob die wirklich bleibt? Da werde ich mich dagegen aussprechen vielleicht, wenn das so weitergeht. Ja, der Renault lässt sich vielleicht nachher wieder verführen und dann, ja. Da muss sie mir viel bieten. Sehr, sehr viel. Nackte Haut. Fahrerisches Können meine ich natürlich. Natürlich. Zehn und 13 dabei. Kanchiro Bestzeit, was mies ist für die Teamwertung. Aber das ist ja sowieso utopisch. 3 und 4 momentan. Ach. Wären wir eh nicht auf Meisterschaftskurs. Aber Kanchiro wird uns gefährlich. Was kriegt man denn für den vierten Platz? Die sollen Vettel Rosberg machen und sich gegenseitig rausballern. Hat er doch Vettel noch gar nicht gemacht in dem Rennen. Vettel Rosberg sage ich ja. Vettel Hamilton. Hamilton Rosberg. Hamilton Rosberg.
Ich hole mir ja den Saisonrückblick von der Formel 1 2016, habe mir ja den vom englischen Fernsehen angeguckt, da haben sie halt nur Szene rausschneiden müssen. Oder der YouTuber aus hochgeladen hat, wegen Content und so. Hm. War sehr interessant. Schade, dass sie die Rennszene halt eben halt rausschneiden müssen. Alles in allem muss man doch sagen, so schlecht war dann die Saison doch nicht. Durch den Hamilton rumgekrieche hat es ja doch noch Spannung reingebracht am Ende. Da hole ich mir den Rückblick auf Blu-ray-Disc dann noch. Blu-ray? Also, ja, für 18 Euro kann man nichts sagen. Von einer englischen Webseite, die solche Motorsport-DVDs macht und Co. Kann man nichts sagen. Mhm. Von Le Mans vielleicht noch welche. So noch am Ausgucken. Bin ja nach wie vor auch dran, die Song Contest DVDs bis 2020 mir noch alle zu holen. Dann habe ich da auch 10 Jahre komplett, wie mit der Bundesliga. Da habe ich von 2000 bis 2010 10 Jahre komplett. Okay. Und seither nicht mehr? Nee, da gibt's auch keine mehr seither. Oh, okay. Wahrscheinlich, weil Bayern so oft Meister war, dass man es immer zeigen muss. Aber du, das ist schon interessant, wenn man dann so von bestimmter Sache im Sportbereich so 10 Jahre als DVD-Sammlung vollkriegt. Und guckt sich dann so alte Sachen an. Das ist manchmal echt interessant. Was ist denn hier los? Was zur Hölle? Wie? 9. Die Edda gibt ja voll Gas gerade. Und das, obwohl die eigentlich auf Reifensparen ist. Der Reifenzustand gefällt mir schon wieder gar nicht bei der Pernet. Also was, das sind Echtherstellerangabe. Die taugen ja gar nichts. Mhm. Was hätten die denn da für eine Gummimischung verwendet? Okay, vielleicht haben die auch die Gummis verwechselt auf den Reifen, aber das ist ja nicht mehr normal. Aber die hat jetzt einen ganzen Stopp rausgeholt, einen ganzen Reparaturstopp, die Eder. Für die Pernet ist das vielleicht nicht so ihr Grand Prix. Nein, und wieder scheitert sie im letzten Rennen an der Meisterschaft. Jetzt ist die Frage, Edda reinholen oder noch eine Runde draußen lassen? 23%. Ja, riskieren was. Bleibt noch draußen? Okay. Bleibt noch draußen, ja. Ja, wir müssen die Reifen irgendwie auslutschen. Wir waren wieder alle auf der Felge da ins Dings rein. Ja. Fünf und zwei. Ich sag mal, Teamwertung brauchen wir nicht schielen. Den Aufstieg werden wir nur schaffen, wenn die beiden Ozos ausfallen. Dann vielleicht, aber sonst, wenn wir den Aufstieg nicht schaffen, geht's in den 3- bis 4-Jahresplan über. Wir wollen dann endlich mal den Aufstieg schaffen. Wie Toyota mit ihren, angeblich mit ihren 5 Jahren damals. Ja, und was haben sie gemacht? Die hatten damals sogar mehr Budget als Ferrari und McLaren zu der Zeit. Und was haben sie gemacht? Nichts. Ralf Schumacher eingestellt. Ja, okay. Der war dann auch schon am Zenit, der Ralf. Also ich meine, das war der Nachteil. Timo Glock war dort. Da war es eigentlich recht gut mit Glock. Mhm. Ja, stimmt. Der hat leider auch nicht viel reisen dürfen. Der ist ja auch noch bei diesen Idiotenteams da rumgeeiert. Der hätte vielleicht auch ein bisschen mehr erreichen können, der Glock. Wenn Toyota auch ein gescheites Auto gehabt hätte. Ja. Ja, Timo Glock, ich glaube, 2 Podestplätze hat er geholt mit dem Toyota. Na, die haben echt nur Podestplätze geholt. Die haben es nicht mal zu einem Rennsieg geschafft. Honda hat es als Werksteam geschafft, BMW... Mercedes, aber Toyota nicht. War echt eine Verschwendung. Schade, dass das da so nicht gut geklappt hat. Ja, deswegen sind sie ausgestiegen. Der Strand sieht gut gemacht aus. 23%, ja komm, fahr noch eine Runde per Nähe. Ja eben, das hat sich ja auch gerade ausgegangen. Hast du jetzt für den letzten Stint voll getankt? Ja. Bei der Edda? Also kann die durch... Könnte durchfahren. Wenn es die von den Reifen haltet. Ich könnte natürlich jetzt auf sehr konservativ fahren, dass die wirklich durchkommt. Machen wir das vielleicht. Dann kann sie ja halt ihre Reifen nicht aufwärmen, aber immerhin passt sie dann auf die Reifen auf. Na, das Einzige, was jetzt von Toyota noch genutzt wird, was ich gehört habe, ist der Windkanal oder was es war. Da ist jetzt Force India.
Da ist Force India drin, da ist Toyota aber selber drin mit dem Le Mans Auto. Ah, okay. Mit dem WEC, dem LMP1 Prototypen. Toyota selber tun den Windkanal entwickeln und Force India, der wird vermietet überwiegend. Hm. Das ist TMG, das ist in Köln, ist der Windkanal in Köln. Steht der. Muss eine Riesenanlage sein, also die haben da echt investiert, aber wie gesagt, nichts rausgeholt. Schade, wenn man dann so Werksteams anguckt, gell, die investieren da voll, sind dann 7-8 Jahre dabei und dann im Endeffekt nicht mehr wie 2 Pole Positions vorzuweisen, kein Rennsieg. Das ist eine bittere Bilanz. Aber manchmal soll es halt eben nicht so sein. Da hat Mercedes zum Beispiel besser gearbeitet. In nur 6 Jahren. Ja. Mit 3 Titeln. Das stimmt. Vielleicht hätte Schumacher zu Toyota sollen. Der richtige Schumacher, meinst du? Der Michael, ja, nicht der Ralf. Ja, die wollten halt einen Schumacher, aber der Ralf, der konnte halt kein Auto entwickeln. Sind wir mal ehrlich, das konnte der Ralf halt nicht. Wirklich. Der konnte gar nichts, der Ralf. Ja. Ja, aber 6 Rennen hat er immerhin auch gewonnen. Wie er das geschafft hat, frage ich mich. Bis Nico Rosberg kam, war er noch der dritterfolgreichste Deutsche, aber da hat ihn Rosberg mit 23 Siegen ja deutlich überholt, würde ich mal behaupten. Und immerhin, der ist Weltmeister geworden, der Rosberg. Das hat der Ralf nicht hingekriegt. Apropos Schumacher, Michael Schumacher, hast du es gelesen? Ist jetzt auf Twitter vertreten und Instagram und Facebook. Ich frage mich, wie der die Kanäle betreut. Na, macht dann natürlich sein Management da, die Sabine Kehm. Wie findest du das? Ja, dass sie das jetzt. Ich folge dem Kanal auf Twitter zumindest. Ja, also ich finde es an sich nicht schlecht. Ganz klar ist, über den Gesundheitszustand wird da nichts berichtet. Das ist schon tabu. Mhm. Das bleibt weiter unter verschlossenen Türen, was natürlich heißt, dass dem Schumacher natürlich, dem Schumi nach wie vor nicht sehr gut gehen wird, vermute ich mal. Ja, was wird da geteilt? Ich habe mir den Twitter-Kanal anguckt, da werden zum Beispiel Fotos aus seiner erfolgreichen Zeit geteilt. Dafür ist nicht mal schlecht, das ein oder andere Foto. Ja, kann man machen. Ich denke, das ist einfach, um die Fans zu besänftigen. Man kriegt zwar nichts vom Gesundheitszustand mit, aber die Erinnerung an Schumacher und der Legende werde damit aufrechterhalten. Die Fans behalten den so in Erinnerung, wie er dann auch abgetreten ist, ist der Formel 1. Finde ich eigentlich dann wieder okay. Das glaube ich auch, dass sie es deswegen so machen, dass es eben, dass die Fans und Schumacher anders in Erinnerung behalten. Nicht als der er jetzt ist, sondern als der er war. Wahrscheinlich. 3 Runden noch. Wir haben gut aufgepasst auf die Reifen. Ja, sehr gut. Die Edda weniger als drin. Die Pernet, aber die Pernet war auch später drin. 7. Platz. Geht da noch was? Können wir noch auf der 3. Damit wir noch das dicke Geld kassieren? Das wäre schon geil. Aber ich glaube, die Meisterschaft ist vorbei. Aber Vize wärmer. Kanjiro wird, denke ich, nicht mehr unbedingt uns noch abfangen. Also Vize, da haben wir uns schon wieder verbessert. 3., 2., da müssen wir nächstes Jahr eigentlich Meister werden. Da müssen wir die Strecken, die wir nicht mögen, ausschaffen. Das ist unser Problem. So, greift den da vorne an. Wer ist denn das hier? Antonov. Push hard now, Alexia. Schnapp den dir. Eigentlich können wir auf voll gehen. Um zumindest Platz 2 zu sichern. Komm, da geht noch mehr. Schau, jetzt die anderen brechen ein von den Reifen. Und wir greifen in der letzten Runde nochmal an. Melo, Tyler nicht, die hat geschickt, jetzt auf weich gewechselt. Wir könnten Melo noch Melo kassieren. Melo führt. Der genau, hat gerade die Dings überrundet. Aber rein. Die nee, warte mal, wir sind in der letzten Runde. Melo wird durchfahren. Wir sind in der letzten Runde. Die haben gerade die Jönster-Tier überrundet. Das heißt, für Jönster-Tier gibt es eine Runde weniger. Sehr schade. Außer sie schafft sich noch zurück zu überrunden. An einem also Blödsinn. Das ist in der letzten Runde. Das geht so schnell. Da haben wir jetzt getalkt wieder. Und schon ist ja, das Rennen schon wieder fast vorbei. Das war jetzt ärgerlich mit dem Überrunden. Aber schauen wir mal, was da vorne noch geht. Gut, letzte Runde.
die soll jetzt Vollstoff geben. Den fünften kriegen wir auch noch. Können wir ja auf langsam drehen. Enge Nummer. Melo gewinnt, Jönsson Tier wird 13. Tyler wird 2. Und ist damit Champion. Schade. Schade. Ich dachte, der fucket noch ab. Kanchiro wird dann wohl 3. Gut, damit holt die uns nicht mehr an. Nee. Genau, 3. Der Öste kommt auch noch durch vorher. Mit abgelutschten Reifen. Platz 5, damit haben wir leider unser Sponsorenziel dann doch verpasst. Da kriegen wir nochmal Geld abgezogen. Schade, schade. Hätten wir noch eine Runde vielleicht vorher auf Angriff gehen können. Aber wir haben gut aufgepasst auf die Reifen am Ende. Das heißt, Ozu Motorsport schafft den direkten Wiederaufstieg. Ja, theoretisch ja, aber sie können sich entscheiden, ob sie in der Liga bleiben oder wieder aufsteigen. Vielleicht sagen die, ja, wir haben voll auf die Fresse bekommen da oben, wir bleiben auch da. Echt? Die Teams können auch sagen, wir wollen nicht aufsteigen, rückt dann einer nach oder bleibt dann der, wo abgestiegen wäre, dann auch oben drin? Genau, der bleibt. Hast du das von Joe Silva mitbekommen? Nee, das habe ich, wo habe ich das gesehen? Beim anderen Let's Player habe ich mir das angeschaut. Der wäre aufgestiegen und hat gesagt, er bleibt, und eine KI hat das selber dann entschieden, eine Liga weiter oben, und dann sind dann alle verblieben. Ah, okay, interessant, also nicht ein Muss aufzusteigen. Ja, würdest du das denn wollen, wenn uns die Teammeisterschaft gelingt, mal aufsteigen? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dass wir auch mal nach weiter oben gucken, dann kann es passieren, dass wir dann Geld mehr ausgeben müssen, weil dann vielleicht keine Einheitsteile mehr bei den Flügeln. Nächste höhere Liga müssen wir dann Flügel und sowas noch machen. Da habe ich mich mit dem Joker auch unterhalten. Der Joker hat gesagt, ja, vielleicht so wie wir da in der ersten Saison eventuell noch Meister hätten werden können, hat er gesagt, vielleicht wäre es da zu früh gewesen für uns, weil wir halt kein gutes Auto gehabt haben und gerade so Meister geworden wären, wenn überhaupt. Aber dieses Jahr waren wir eben schon besser aufgestellt. Das heißt, da hätte man vielleicht durchaus oben mitfahren können. Im nächsten Jahr sind wir nochmal ein Ticket besser aufgestellt. Ja, wenn, hoffentlich, ja. Wir erfüllen vielleicht den 5-Jahres-Plan, den Toyota nicht geschafft hat. Den erfülle wir für Toyota dann. Schau mal, vielleicht wird noch irgendjemand voll disqualifiziert, hä? Ja! Tyler, dann darf ich. Die Öste! Und Melo, der Idiot, hatte. Was wir hat sind er gemacht? Dritter geworden, schau, wir haben nochmal unser Ziel erreicht. Ihr habt das Geld noch kassiert, geil! Ja, cool. Geh mal durch. Ah, wer macht denn sowas? Also Melo, du, wer macht denn sowas? Jönsson Tier hinten drauf gepritzelt durch. Ach, der Machetta hat im Match ja auch so viele Siege verloren dadurch. Ah, wer macht stimmt, denn sowas? Hat die haben bestimmt Risikoteile verwendet. Wir haben ja mal gelernt, die werden im letzten Rennen gerne abgenommen. Wer macht denn auch sowas? Krass, 4 Stück. Die Edda eben mit dem Crash und ansonsten 4 Zurückversetzungen. Boah, sehr geil. Ey. Aber die Edda hat auch noch gewonnen. Einen nach vorne gespült. Hat gerade die Ozu haben gewonnen, aber das war dann sowieso schon abzusehen, dass wir das nicht mehr schaffen. Die wären Meister geworden, aber dafür dürfen wir uns noch einmal aufs Podest heben. Sehr schön, Alexia. Ja. Am Ende sind es 23 Punkte, aber sehr, sehr deutlich den zweiten Platz über die Saison hinweg verteidigt. Die Kanchiro hat auch viele Fehler gemacht, ist quasi die Jönster Tier von Ozu gewesen. Aber Tyler war dann auch schon so oder so klar, die hätte jetzt disqualifiziert werden müssen, dann hätte man die Meisterschaft am grünen Tisch bekommen. Ist dann auch vielleicht nicht unbedingt sehr schön. Alain Prost hat sie doch mal so erschummelt bekommen, 89, oder? Wo sie in Senna um den Titel beschießen haben. Mit dem Balleste, weiß noch mal, wo da haben sie, glaube ich, über den grünen Tisch im Prost da noch den Titel zugesprochen. Ja, der hat sich feiern lassen. Behindert. Und der Senna wurde disqualifiziert. Hat auch für Nannini. Für die Aktion eben, für seinen Revanche-Fall, das er gegen Prost dann gemacht hat. Weil der es ja ein Jahr vorher, glaube ich, genauso gemacht hat. Aber, naja.
Es war ja 89. Nannini hat dann sein einzigste Grand Prix gewonnen und 1990 hatte Senna dann als Revanche den Prost voll abgeschossen. Bam. Und dann war er Weltmeister. Ja, so hat man es damals gemacht, liebe Zuschauer. Beißler macht es auch mal gelegentlich, vergisst mal zu bremsen und bam, da kachelt man mal drauf. Kann mal passieren. Kuwait hat gar nicht so viele Punkte geholt. War nur Elfter. Fünfter Firebird, haha. Predator ganz hinten. Die Jürgen Klopp vielleicht. Da hat sich eigentlich nicht allzu viel verändert. Die waren von Anfang an auch da hinten. Nur halt wir haben aufgeholt vom siebten letzten. Ja, letztes Jahr sind wir unglücklich noch von Platz 3, 4 runtergefallen auf 7. Diesmal haben wir das kontinuierlich eigentlich die ganze Zeit ungefährdet halten können. Vexale war gut drauf letztes Jahr. Die haben heuer ein bisschen abgestunken. Ja, Firebird war letztes Jahr, glaube ich, vor uns. Na, nur noch Mittelfeld. Ha, ha, ha. Die brauchen Jürgen Klopp. Eastwood, ich habe schon gehört, dass ich ihn angerufen habe, aber nicht abgelehnt. Eastwood war auch vor uns. Karrieretipps für Wagner, Ruhestand, zugeben, dass Oso Motorsport besser ist, dann in den Ruhestand. Ach, ich habe auch gehört, dass sie versucht habe, Toto Wolff anzurufen, der hat auch keinen Bock gehabt. Und der Renault wollte sie auch, der hat auch abgelehnt. Versuch mal weniger Geld für Hubschrauber und Werbung auszugeben, weg da. Wir sind doch Dritter geworden. Dritter ist doch echt geil. Zweiter. Zweiter in der Meisterschaft. Mhm. In allen beiden Meisterschaften. Ja, können wir uns das Scouting-Büro leisten. Theoretisch. Ja, ich glaube, der Wagen hat Vorrang. Was? Erwartetes Ergebnis. Die erwartet immer der fünfte Platz im Rennen. Warum die Moral abnimmt von der Pernet, verstehe ich ihn. Wahrscheinlich, weil sie nicht Meister geworden ist. Wahrscheinlich. Hat sie den Bonus gleich wieder verloren. Die Schnepfe, oder? Das müssen wir uns gleich anschauen. Und ey, da ging es auch bergab. Nice. Sehr schön. Coole. Und im letzten Rennen hat der Lipponen sich die Meisterschaft gesichert vor der Zoe Sharp und der Nina Holz. Ich und mein Holz. Der Wechsler nur siebter. Vom Bergmann aber noch. Krass. Na dann gratuliere Lipponen. Der Wechsler. Ich glaube, der wird doch bald zu uns wollen, oder? Weil der reißt ja nichts mehr. Und da wird sehr spannend. Monroe hat es geschafft. Wenn wer absteigt. Monroe hat es geschafft, ja. Vor Almeida. Fahrarbeit. Costa. Gehen wir mal hier. Esprit, wenn sie aufsteigen wollen, sind sie. Und Zampelli mit 2 Punkten. Garuda muss man echt sagen, Hut ab. Da hat Lucatelli halt noch souverän geschafft. Da hat Lucatelli nochmal einen rausgehaut. Die waren doch nur, haben nur 3 Punkte gehabt. 8 Punkte nochmal gemacht. Nicht schlecht. Ja, mit dem dritten Platz, schau mal, die sind ja hier Dritter geworden. Stimmt. Schasch. Der hat quasi den Klassenerhalt für die besiegelt. Na, schauen wir mal, ob die absteigen wollen oder nicht. Aufsteigen wollen oder nicht. Die Ozo. Uso ab. Genau. Wir haben jetzt vergessen das zu schauen, wer bei World Motorsports Championship wahrscheinlich WLAN, aber das sehen wir dann eh nochmal. WLAN. Ach was. Ja, Tyler. Weltmeister steht da, okay, eigentlich müsste es Europameister heißen, aber egal. Gleich im Backmeld. Ich glaube, das ist einfach ein Standardsatz, den ich da reingebracht habe, durch alles Weltmeister und fertig. Das ist das Gebräuchlichste, was man sagen kann, Weltmeister. Rennsieger 7, Podeste 8. Krass. DNFs 0. 381 Punkte. Ja, die kriegen schönes Preisgeld. Und eine schöne Trophäe. Hätte ich auch gerne. Lenkrad sogar. Ja, aber wir dürften auch nicht minder wenig Preisgeld kassieren für Platz 2. Stimmt.
Da freue ich mich schon auf Blinke Blinke. Blinke Blinke, hat so Blinke. Auslaufende Verträge. Jau. Bleibt nur ein Monat, bis der Vertrag endet. Oh, Verlängerung, sondern jetzt können wir. Ja. Bla bla. Ja, das können wir jetzt noch nicht machen, weil wenn wir jetzt sagen, wir holen den anderen, dann müssen wir immer noch Ablöse zahlen, was ziemlich behindert ist. Weil der Liao ja immer noch einen Vertrag hat. Der sagt, einen Monat bin ich noch da. Aber der Vertragsbuch ist immer in Runtergang, kostet nur noch 250.000. Aber da leidet unsere Loyalität, wenn wir ihn jetzt auch noch vertragsbrechen. Dann haben wir noch ein Interview. Ja, das nehmen wir doch mal mit. Mit der Nationalität wieder, dieselbe, wie immer. Sie freuen sich sicher über den Platz auf dem Treppchen für Alexia Pernet dieses Wochenende. Nee. Absolut, das ist einfach, nee, wir freuen uns gar nicht. Absolut beschissen, wir wollten eigentlich Letzter werden. So eine depperte Frog wieder. Es ist die nächste depperte Frog. Absolut, das ist ein fantastisches Ergebnis. Ich bin recht zufrieden. Wir können uns aber im nächsten Rennen bestimmt noch verbessern. Ehrlich gesagt bin ich erst zufrieden, wenn wir einen Sieg in der Tasche haben. Das wäre die Ayrton Senna-Antwort. Der wollte auch immer nur gewinnen. Ich würde sagen, das Erste. Wow, das Erste. Das Letzte klingt arrogant. Du, hat sich noch ein bisschen was getan in der Moral? Ich glaube auch, ihr Suchtverhalten ist weg. Weil jetzt wieder die Moral auf hoch ist. Edda Jönsson hier hatte Probleme und kam nur auf Platz 12. Für Edda war es ein ganz schlechtes Wochenende, dass es in Zukunft eindeutig besser werden. Fangen wir gleich in meinem Büro damit an. Das war keine gute Leistung, aber ich bin unbesorgt, sie ist eine gute Fahrerin. Hust, hust. Es besteht kein Grund zur Sorge. Ich bin sicher, dass Edda bald wieder zu ihrer Form zurückfindet. Naja, die Form hat sie ja woanders auf jeden Fall, aber nur nicht da, wo man sie braucht. Was wäre dann dein Vorschlag für eine Antwort? 2 oder 3 wieder. Ja, ich würde sagen 3, oder? Dann geht ihre Moral auch irgendwie hoch und dann läuft es auch besser. Nicht schlecht. Danke, Renault. Bitte, du Double. Was ist auf die Verträge? Das wissen wir doch. Schlepfe. Schlepfe. Dann speichern wir noch einmal. Und jetzt möchte ich nicht gestört werden. Edda ins Büro.